Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tarnkappe. Heute geht es um das Thema Canvas Fingerprinting. Ich versuche das Thema möglichst verständlich zu erklären, damit auch Nicht-ITler etwas damit anfangen können. Was also bedeutet Canvas Fingerprinting? Schauen wir uns zuerst das Wort Canvas an. Canvas bedeutet nichts anderes als Leinwand, wie hier die Leinwand, die ich gerade in der Hand halte. Und nun gibt es für euren Browser tatsächlich eine digitale Version dieser Leinwand. Der Computermensch spricht hier dann vom Canvas-Element. Die Internetseite, die ihr aufruft, legt nun so eine digitale Leinwand an und lässt sie von eurem Rechner unbemerkt bemalen. Der Seitenbetreiber kann erkennen, wie lange das Malen gedauert hat, welcher Grafikprozessor zum Einsatz kommt und noch viele, viele andere Details mehr. Erschreckend ist nun, dass man durch ein bemaltes Canvas-Element tatsächlich einen unverwechselbaren Fingerabdruck hat, an dem man euch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wiedererkennen und tracken kann. Fazit: Alle Merkmale eures Rechners sind unverwechselbar an der bemalten Leinwand abzulesen. Diesen Fingerabdruck verwenden viele Internetseiten, um euer Surfverhalten auszuforschen. Wenn ihr das nächste Mal wieder Facebook besucht, ohne euch einzuloggen, dann erkennt euch Facebook an eurem Canvas Fingerprint wieder. Wie kann man sich nun wehren gegen das Canvas Fingerprinting? Gewöhnt euch an, mehrere Browser zu benutzen. Je einen Browser zum Ansurfen der Lieblingsseiten, einen Browser für Online-Shopping, noch einen extra für Facebook und den Tor-Browser, wenn es wirklich sicher sein soll. Nutzt das Add-on Privacy Badger der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation EFF. JavaScript zu deaktivieren unterbindet vollständig das Canvas Fingerprinting. Viele Webseiten funktionieren dann allerdings nicht mehr richtig. Das Fingerprinting funktioniert übrigens auf Mobilgeräten weniger gut, weil das Betriebssystem dort restriktiv ist und sich schlecht personalisieren lässt. Letztlich ist es knifflig, das Fingerprinting zu unterbinden. Um sicher zu sein, hilft es nur, viele Schutzmöglichkeiten zu kennen und diese auch wirklich umzusetzen. Dazu gibt es ja die Serie Tarnkappe. In der nächsten Folge berichte ich euch davon, was ein VPN ist und was man beachten muss, um diesen sicher zu benutzen. Bis dahin viel Spaß beim Umgang mit digitalen Medien und tschüss bis zum nächsten Mal.